Mama, Marie hat doch heute Geburtstag. Du wirst auch den Kuchen backen und den Tisch decken. Ich hab den Kuchen gebacken. Er ist in der Speisekammer. Geht's dir schlechter als gestern? Oh, mein Nacken tut irgendwie noch mehr weh. Und mein Kopf platzt jeden Moment. Oh Gott, ich hab den Wecker auf 5 Uhr gestellt. Ich habe ihn anscheinend im Schlaf einfach wieder ausgemacht. Wie konnte mir nur sowas an so einem wichtigen Tag wie heute passieren? Hast du mal Fieber gemessen? Mach ich nachher. Jetzt muss ich den Geburtstagstisch decken. Man wird nur einmal im Leben volljährig. Stress dich nicht. Ich mach das schon, okay? Noch 5 Minuten. Ich hab's gleich. Was für ein wolkenloser, herrlicher Morgen. Eigentlich sollte heute Vormittag alle irgendwo an einem See liegen und uns die Sonne auf den Pelz scheinen lassen. Aber ich nehme mal an, dass ich heute nicht die Einzige bin, die arbeiten muss. Naja, und daher geht's jetzt weiter mit einem Gute-Laune-Song und der Hoffnung, dass das Wetter bis zum Wochenende hält. Schön hast du das gemacht, mein Schatz. Danke. Ich hole schnell die Torte aus der Speisekammer. Nein, nein, ich mach das schon. Kümmer du dich um Marie. Ist Marie schon am Tisch? Ja. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag viel Glück. Zum Geburtstag, liebe Marie. Zum Geburtstag viel Glück. Alles Gute zu deinem 18. Schwesterherz. Von mir auch, Schätzchen. Tut mir leid, ich bin heute leider ein bisschen krank. Theo pustet für dich gleich die Kerzen aus. Und dann darfst du dir auch was wünschen. Wo auch immer du gerade steckst.